Hallo und herzlich willkommen hier bei Ubi Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit mir vor der Kamera ein Mittelklasse-SUV aus Südkorea, der Kia Sportage. Und der steht hier in der Version mit 1,6 Liter Hubraum, Vierzylindermotor, Mild-Hybrid-Antrieb, Allradantrieb und in der sportlichsten Ausstattungslinie GT-Line. Warum es die GT-Line ist, das werden wir heute auch noch klären. Was machen wir heute? Wir werden natürlich wieder auf Verbrauchsrunde hier auf dem Kanal gehen. Wie immer 50% Überland, 40% Autobahn VMAX 140, 10% Stadtverkehranteil, die Strecke über 110 Kilometer lang. Damit bilden wir dann sozusagen den Alltag einmal ab. Wir wollen natürlich herausfinden, was verbraucht denn der Kia Sportage unter Alltagsbedingungen, nicht nur im Prospekt oder auf einem Prüfstand. Nee, bei uns geht es auf echte Straße. Zudem werde ich euch natürlich den Kia Sportage in aller Detailgetreue wie immer erklären. Das heißt also, wie schaut er innen außen aus, wie viel Platz bietet er, wie variabel ist er, wie fährt er sich, wie macht sich der Antrieb. Und am Ende gibt es natürlich immer persönliches Fazit, Preise und vor allem natürlich den Verbrauch, was wir hier ermittelt haben. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr dranbleibt, dem Video hier einen Daumen nach oben schenkt und dem Kanal ein Abo, damit wir weiter wachsen und ich euch weiterhin auch hier schöne Autos präsentieren kann. Wenn dem so ist, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir steigen ein, gehen auf die Reise mit dem Kia Sportage. Viel Spaß! Wir sind jetzt unterwegs im Kia Sportage. Und ich muss sagen, rein optisch ist der Kia Sportage schon ein echtes Highlight, denn er fällt unheimlich auf im Straßenbild. Mit seiner doch extravaganten Designsprache, die wir hier haben, ist das Auto sehr eigenständig und setzt sich eben von den Mitbewerbern, die da wären, unter anderem einem VW Tiguan, einem Seat Ateca oder einem sogar Cupra Formentor, könnte man sagen, oder natürlich auch in-house dem Hyundai Tucson, wobei auch der ein extravagantes Design mitbringt. Also beide sind designtechnisch auf alle Fälle die bei den Koreanern ja eigenständig und auch etwas, sagen wir mal, besonders im Styling. Die Frage ist nur, ist so ein Styling langlebig oder etwas zu kurzweilig? Da würde ich mal eure Meinung interessieren, denn ich persönlich finde, das könnte ein bisschen kurzweilig werden, das Design. Und dann bei einem Facelift müsste man da vielleicht wieder größere Änderungen einfließen lassen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr sagt. Findet ihr das Design kurzweilig oder meint ihr, dass das tatsächlich Dauerbrenner sein könnte? Bin sehr gespannt. Schauen wir uns den Wagen jetzt aber erst einmal optisch an. Und da sehen wir eben schon die Front, die hier eben sehr futuristisch fast schon gestylt ist. Die Kia-Nase ist hier kaum noch zu sehen, wie ich finde, eher sehr dezent untergebracht. Wir haben einen großen Kühlergrill, der auch sehr große offene Waben hat. Das ist natürlich jetzt vielleicht für den Steinschlagschutz der Kühlerlamellen jetzt nicht ganz ideal, muss man sagen. Da sieht man dann auch schnell irgendwelche Einschläge. Könnte natürlich dann zu einem höheren Verschleiß führen, weiß ich aber nicht. Müsste man vielleicht mal in Erfahrung bringen. Vielleicht weiß das der ein oder andere von euch, der schon länger mit einem aktuellen Kia Sportage unterwegs ist, der kann da vielleicht mal seine Erfahrungen hier posten. Wir haben Voll-LED-Scheinwerfer sogar in adaptiver Ausführung hier verbaut in unserem GT-Line. Also wir fahren die Top-Ausstattungslinie und auch damit die sportlichste Ausstattungslinie. Das heißt, wir haben hier durchaus zum Beispiel eine Zwei-Farblackierung, dieses wunderschöne Grünmetallic, gemeinsam mit einem schwarzen Dach und schwarzen Außenspiegeln, die wir hier haben, was dem Wagen sehr gut steht, und auch dunkle 19 Zoll Leichtmetallräder. Der Wagen ist ein typisches Mittelklasse-SUV mit seinen Abmessungen. 4,52 Meter ist der Kia Sportage lang. Er hat eine Außenbreite von 2,08 Meter mit den großen ausgeklappten Außenspiegeln, die auch eine sehr gute Rundumsicht bieten. Und er bietet eine Fahrzeughöhe von 1,65 Meter. Insgesamt sind die Überhänge auch eher etwas kompakter. Der Wagen wirkt in sich, etwas rundlich, etwas bulliger schon fast.
Wenn man den Wagen sieht, am Heck haben wir dann eine sehr schöne Lichtgrafik, wie ich finde. Große LED-Rückscheinwerfer, die dann sich weit in den Kotflügel und auch in die Mitte hineinziehen, beziehungsweise eben ein durchgängiges Band hier bilden. Das, finde ich, macht den Wagen nochmal optisch ein bisschen breiter. Wobei ich sage, am Heck ist das Auto etwas zahmer im Design, als es an der Front ist. Hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe bietet der Kia Sportage einen durchaus guten und vor allem großzügigen Kofferraum. Wir haben hier ein 562 Liter großes Stauraumvolumen beim Mildhybrid-System, das wir hier fahren. Wir haben auch einen doppelten Laderaumboden, da geht dann auch ein paar Utensilien rein, 12 Volt Steckdose und eine im Verhältnis 2/3, 1/3 umlegbare Rücksitzbank. Wenn man die umklappt, dann hat man eine maximale Ladekapazität hier von 1751 Litern. Damit spielt er schon im oberen Drittel der Mitbewerber mit. Der VW Tiguan, der könnte den leider aktuell noch ein bisschen knacken. Vor allem das neue Modell ist dann nochmal deutlich größer. Auf der Vorsitzbank sitzt es sich dann auch angenehm hoch positioniert. Der Einstieg ist gut. Man hat auch eine angenehme Polsterung. Die Lehne ist sogar in der Neigung verstellbar. So kann man sich dann auch mal hier noch eine bequemere Position für längere Strecken zum Beispiel einsortieren oder aber eben das Gepäckraumvolumen erweitern, wenn man dann die Lehnen senkrecht stellt. Isofix-Positionen gibt es an den Außenbahnen für Kindersitze. Die lassen sich auch durch die breiten Türausschnitte sehr gut hier in das Fahrzeug hineinbringen. USB-Steckplätze finden sich in Form von USB-C-Anschlüssen in den Vordersitzlehnen. Das ist ja auch eine Besonderheit, die Kia hier mitbringt. Ebenso wie den Kleiderbügelhalter, der dann sozusagen die Kopfstütze der Vordersitze ist. Also durchaus ein paar praktische Elemente. In der ersten Sitzreihe dann sitzen wir hier im GT-Line auf sportlich orientierten Sitzen, leider ohne ausziehbare Schenkelauflage. Die würde ich mir noch wünschen. Gerade Personen, die etwas längere Beine haben, würden sich da um etwas mehr Unterstützung im Schenkelbereich freuen. Dafür haben wir hier auch eine schöne Alcantara-Leder-Kombination bei den Sitzen. Das wirkt alles sehr hochwertig und fühlt sich auch auf längeren Strecken gut an, denn wir haben hier noch zusätzlich die belüfteten Sitze. Die sind beheizbar und belüftbar und zudem auch elektrisch einstellbar. Der Fahrer blickt dann auf ein volldigitales Cockpit. Wir haben hier ein großes volldigitales Kombi-Instrument, das dann in einem Panel quasi übergeht in den Media-Bildschirm, der auch dann zum Fahrer leicht hin geneigt ist. Also ein leicht Curved-Display haben wir hier verbaut. Die Anzeigen sind sehr gut ablesbar. Wir haben drei vorkonfigurierte Anzeigemöglichkeiten im Design. Wir haben einmal die Eco, das ist eher so bläulich, dann lila-mäßig, das ist normal. Und dann haben wir noch eben die sportliche Variante mit Rot- und Silber-Elementen. Ist natürlich durchaus schick gemacht, aber gibt jetzt in der Anzeigemöglichkeit, außer dass es eben eine andere Grafik ist, nicht deutlich mehr her. Die Anzeigevielfalt ist allerdings gegeben. Wir haben in der Mitte nämlich ein großes Teil des Displays für die Informationen, fahrrelevante Informationen, Navigation, Bordcomputer, Assistenz oder eben auch dann noch die Telefon- bzw. Audioinformationen. Also da hat Kia eine gute, schöne, klassische Ansicht gewählt, die auch vor allem sehr gut ablesbar ist. Die Auflösung des Displays ist sehr hochwertig und gut gemacht. Auch das gilt dann eben für das Media-Display in der Mitte. Auch hier alles sehr gut aufgeräumt. Große Anzeigen, also sehr gut ablesbar. Zum Beispiel Geschwindigkeitslimit zum Beispiel steht hier im Navigationssystem drinnen. Auch da steht nochmal die Geschwindigkeit drinnen. Alle Buttons, die dann über den Touch-Display abgerufen werden können, sind sehr groß, sodass sie auch während der Fahrt gut benutzt und bedient werden können. Wir haben auch Apple CarPlay und Android Auto zur Konnektivität hier an Bord. Wird auch einwandfrei und zuverlässig umgesetzt. Konnte ich im Test beides gut nutzen. Auch hier geht der Daumen nach oben. Volle Konnektivität. Es gibt auch Kia Connect, also auch ein online-basiertes System, das dann natürlich auch Echtzeitverkehrsdaten hier in das normale Werksnavi integriert, sodass auch hier alles
wirklich gut funktioniert und auch man schnell und zuverlässig ohne Verkehrsverzögerungen an sein Ziel kommt. Um an sein Ziel zu kommen, braucht es natürlich dann auch den Antrieb. Dener ist hier unter der Haube ein 1,6 Liter Vierzylinder Turbobenziner, der unterstützt wird von einem Mildhybrid-System. Mildhybrid bedeutet in dem Fall, wir haben einen Riemenstartergenerator, der den Anlasser ersetzt. Wir haben einen kleinen Elektromotor, der dann eben auch ein bisschen boosten kann. Das heißt, also ein bisschen zusätzliche Kraft bereitstellt, wenn der Turbolader eben noch nicht den vollen Ladedruck aufgebaut hat. Das heißt, gerade im unteren Drehzahlbereich schiebt dann da ein bisschen E-Unterstützung eben mit an. Ist jetzt nicht im Fahrbetrieb wirklich relevant, spürbar diese Boost-Möglichkeit. Es wirkt aber insgesamt einfach sehr homogen, die Leistungsentfaltung, auch eher so ein bisschen saugertypisch, also über die Drehzahl holend die Leistung, anstatt eben ein Drehmomentmonster zu haben, was untenrum schon viel Drehmoment bietet. Ein Drehmomentmonster ist der 1,6 Liter Vierzylinder hier auch nicht, trotz Mildhybrid-System, trotz Turboaufladung. Ist das hier immer noch ein eher normaler Motor mit 180 PS Spitzenleistung und einem Drehmoment von 265 Newtonmeter, reißt der natürlich hier keine Bäume aus. Wir haben auch noch ein Allradsystem hier verbaut und zur Kraftübertragung ist dann ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe hier angeflanscht. Bei den Fahrleistungen sieht es dann so aus, in 9 Sekunden geht es von 0 auf 100. Die Höchstgeschwindigkeit, die eingetragen ist, liegt bei 201 Stundenkilometer. In der Praxis muss man sagen, der Motor arbeitet sehr zurückhaltend, ist angenehm ruhig, vor allem gut weggekapselt. Man hört ihn eigentlich im Normalbetrieb nie. Erst wenn er dann wirklich ausgedreht wird, dann kommt so ein kleines, kerniges Vierzylindergeräusch hinzu, was aber nie irgendwie störend oder laut wirkt. Sehr kultiviert also das Triebwerk. Das Doppelkupplungsgetriebe arbeitet auch sehr zuverlässig, hat immer diese kleine Anfahrverzögerung, die man kennt von Doppelkupplungsgetrieben, bis dann erst der Kraftschluss hergestellt wird. Im Fahrbetrieb allerdings arbeitet das System hervorragend. Auch die Übersetzung ist insgesamt recht lang gewählt. Zum Beispiel haben wir bei ungefähr 155 km/h gerade mal so knapp 3000 Umdrehungen, die der Wagen im siebten Gang hat. Das ist eben sehr, sehr gut und vor allem sorgt es natürlich auch, soll es sorgen für einen niedrigen Verbrauch. Das Mildhybrid-System, auch das überrascht, denn das bringt natürlich mehrere positive Effekte hier mit. Zum einen soll es den Verbrauch senken und das schafft es in dem Fall dadurch, dass der Wagen im Eco-Modus, mit dem er auch immer startet, deswegen fahren wir auch den auf unserer Verbrauchsrunde, schaltet er den Motor auch komplett ab zum Segeln. Das ist also auch eine zusätzliche Möglichkeit, eben hier, um Kraftstoff zu sparen. Gerade wenn man vorausschauend fährt, nutzt man das sehr, sehr häufig und sehr, sehr gut. Zum anderen schont es ein bisschen die Bremse, denn wenn der Wagen im Schubbetrieb ist, dann arbeitet natürlich der Elektromotor als Generator, sorgt dadurch für eine Energierückgewinnung und eine gewisse Bremsleistung, die der Motor Bremsleistung überlegen ist im Schubbetrieb. Und dadurch merkt man dann auch, gerade wenn man dann vom Gas geht, dann so an einen Ortseingang zum Beispiel ranrollt, dass da wirklich eine merkliche Verzögerung ist, wie bei damals bei großvolumigen Saugmotoren. Also auch das sorgt dafür, dass man eben den Verbrauch reduziert und auch ein bisschen die Bremsen schont. Und natürlich im Stop-and-Go-Betrieb ist dann der große Vorteil des dieses 48 Volt Mildhybrid-Systems und dem Riemenstarter-Generator, dass der Motor wirklich, ohne dass man es wirklich richtig spürt, an- und ausgeht. Das sorgt natürlich dann auch nochmal für einen zusätzlichen Komfortgewinn. Komfort ist auch das andere Thema, nämlich beim Fahrwerk. Und da macht der Kia seine Sache richtig, richtig gut. Die Ingenieure haben hier dem Kia Sportage mit GT-Line ein adaptives Dämpfersystem verbaut. Und das bekommt man auch nur, wie gesagt, mit GT-Line. Deswegen sollte man sich überlegen, ob man nicht tatsächlich eben die Top-Ausstattung nimmt. Denn das Fahrwerk macht einen richtig guten Eindruck. Gerade hier im Eco-Modus ist man im Komfort-Trim quasi des Fahrwerks. Und da federt er eben sehr, sehr schön alles breit. Auch Querfugen oder tiefliegende Kanaldeckel werden gut gefiltert, trotz der 19-Zoll-Räder. Man hat immer so ein leichtes Tendenz des Nachschwingens, das muss man natürlich mögen, ist aber nicht so stark ausgeprägt wie etwa bei den Volkswagen-Modellen mit dem DCC-Fahrwerk, wenn es auf komplett komfortabel ist. Da schwingt es deutlich mehr. Hier merkt man, dass nur so ganz leicht kurz nachgeschwungen wird, dann ist auch schon wieder Ruhe im Aufbau.
Im Normalmodus wird das Ganze dann deutlich, schon mal merklich straffer. Und im Sportmodus hat man dann auch eben eine knackigere Lenkung, weniger Lenkunterstützung und das Fahrzeug wirkt deutlich handlicher und lässt sich auch sehr, sehr schön dann über eine kurvige Landstraße hier tatsächlich auch mal dynamisch bewegen. Dem würde vielleicht maximal dann ein bisschen die Leistung des 180 PS Triebwerks eher im Weg stehen. Der könnte ein bisschen mehr Power haben, wenn man das dann möchte. Im Alltag ist das aber alles sehr, sehr ausgewogen und auch völlig ausreichend. Das muss man klar sagen. Also meiner Meinung nach, ich bräuchte jetzt hier nicht mehr, aber ein bisschen mehr Drehmoment wäre natürlich schön. Aber dafür gäbe es ja vielleicht sogar noch den Diesel oder aber einen Vollhybrid oder einen Plug-in-Hybrid. Also das ist natürlich auch ein großer Vorteil, den Kia hier bietet. Einzig eine vollelektrische Variante für den Sportage gibt es nicht. Bei den Fahrassistenzsystemen, zu denen sollte man natürlich auch noch mal kurz kommen. Da ist alles an Bord, was man mittlerweile kennt. Tote Winkelüberwachung, Notbremsassistent, aktive Spurhaltung, aktive Spurführung und Abstandsregelung. Also all das kann hier drin sein. Wir haben auch den Highway Driving Assist, also im Prinzip dieses teilautomatisierte Pilotieren, haben wir hier an Bord. Insgesamt, die Assistenzsysteme funktionieren gut. Sie sind eher ein bisschen übervorsichtig. Das heißt, es wird immer mal etwas frühzeitig die Lenkung korrigiert, um in der Spur zu halten. Ist in Ordnung. Also meiner Meinung nach passt das auch mit den Assistenzsystemen hier sehr, sehr gut. Wir wissen natürlich aus bestimmten anderen Fahrzeugen wie den vollelektrischen Systemen, dass da schon noch ein bisschen mehr mittlerweile geht. Und der Kia Sportage hier natürlich auch bald dann mal eine Überarbeitung bekommen wird und dann sicherlich auch nochmal die Assistenzsysteme hier angegangen werden. Aber so ist das schon insgesamt wirklich richtig gut gelöst. Gut gelöst ist das Ganze jetzt auch, denn jetzt ist Zeit für das Fazit, die eigene Meinung und natürlich auch das Kostenkapitel, was hat er verbraucht und was kostet der Kia Sportage. Also bleibt dran und wir sehen uns beim Fazit. Ja, kommen wir zum Fazit mit dem Kia Sportage. Und ich muss sagen, ein echt richtig gutes Allround-Auto. Auch richtig gut für die Familie geeignet. Genügend Platz. Fährt sich sehr komfortabel, sehr ruhig. Ja, die 180 PS reißen keine Bäume aus. Müssen sie aber auch nicht. Sie sollen ja eher effizient arbeiten. Dazu kommen wir jetzt gleich. Schauen wir zunächst einmal kurz auf den Preis. Der Testwagen, so wie er da steht, mit quasi allen Optionen, der liegt bei 51.110 Euro. Ja, da muss man durchaus etwas schlucken. Man bekommt aber auch echt richtig viel geboten, gerade was das Thema Ausstattung angeht. Adaptive LED-Scheinwerfer, dann ein Harman-Kardon-Soundsystem. Wir bekommen dann hier eben diese Teilleder-Ausstattung. Wir bekommen das große Glasdach. Wir bekommen alle Assistenzsysteme. Wir bekommen viel Platz. Wir bekommen das adaptive Fahrwerk und die hübschere GT-Line mit den 19-Zoll-Rädern. Also das ist schon echt viel. Einstiegspreis liegt bei 34.690 Euro mit einem 1,6 Liter Vierzylinder Benziner, 150 PS, 6-Gang-Handschaltgetriebe. Wer jetzt noch mehr elektrifizierte Antriebe möchte, der kann zu einem Vollhybriden greifen oder aber zum Plug-in-Hybriden. Eine vollelektrische Variante gibt es leider für den Kia Sportage noch nicht. Mir persönlich gefällt der Antrieb hier, er ist unaufgeregt. Er könnte natürlich etwas leistungsstärker sein. Wie gesagt, Bäume reißt der Antrieb hier sicherlich nicht aus. Dennoch passt er ganz gut. Und bei der Effizienz liegt er jetzt im Testalltag bei 6,9 Liter auf unserer Verbrauchsrunde. Und das ist ein durchaus guter Wert. 54 Liter ist der Kraftstofftank groß, also in meinen Augen ein richtig gutes Fahrzeug, was man hier in der Mittelklasse bekommt. Ich wäre jetzt aber auch gespannt auf eure Meinung da draußen. Schreibt mir mal gerne, was ihr zum Kia Sportage sagt. Vor allem vielleicht schreibt mir mal euren Favoriten in dieser Fahrzeugklasse rein. Bin mal sehr gespannt. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, natürlich gerne einen Daumen nach oben, ein Abo des Kanals, würde mich ebenfalls freuen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns demnächst wieder hier bei UBI Tested sehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus hier vom Tegernsee, euer UBI.